Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und heute soll es darum gehen, ob es Schwalben in FIFA 18 gibt. Ja oder nein? Das ist die große Frage. Und falls ihr mehr solcher Videos haben wollt, wo wir einfach über interessante Dinge auch rund um FIFA 18 reden, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr, sehr freuen und natürlich auch unterstützen. Zum Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht, bin ich höchstwahrscheinlich schon in der Türkei auf Trainingslager. Also das ist ein vorproduziertes Video. Und ja, ich würde sagen, wir gehen auch schon direkt rein in das Ganze. Ich habe insgesamt zwei Seiten rausgesucht. Und zwar, ja, dachte ich mir dann, ich muss dazu ein Video machen, denn das ist ein verdammt interessantes Thema. Und das habe ich auch schon öfter mal in Kommentaren gelesen. In Livestreams habe ich das gelesen. Und ja, da wollte ich einfach mal heute mit euch drüber reden. Gibt es Schwalben in FIFA 18? Ja oder nein? Also, hier der Artikel von Sportbuzzer, wo man hier schon den Ronaldo am Cryen sieht. Und ja, da haben wir auf jeden Fall mal die Überschrift. Hammer in FIFA 18. Cristiano Ronaldo kann jetzt schwalben. Das ist erstens mal Clickbait. Das stimmt so an sich nicht zu 100%, das kann ich euch gleich sagen. Aber ich wollte nur sagen, ja, Jungs, Zeitschriften und Online-Zeitschriften machen auch Clickbait anscheinend. Mit dem neuen Patch in FIFA 18 hat Cristiano Ronaldo eine neue Fähigkeit spendiert bekommen. Er kann ab sofort auch schwalben, ein Feature, das selbst von Entwickler EA Sports geheim gehalten wird. Seit Jahren wünschen sich viele FIFA-Fans in FIFA-Teilen vor allem eine Funktion. Der vor allem noch aus FIFA 98 bekannte Schwalbenknopf soll wieder eingeführt werden. Seinen Mitspieler mit einer fiesen Schwalbe kurz vor Spielende in Rückstand zu bringen, das würde zumindest für zusätzlichen Reiz im Spiel sorgen. In FIFA 18 ist das leider nicht möglich. Dafür haben einzelne Spieler allerdings eine besondere Spezialeigenschaft: Schwalben. Diese Fähigkeit ist aber so geheim, dass sie kein Spieler sehen kann. Weder in der Datenbank von Ultimate Team noch in der Auflistung im Offline-Modus. Die Datenbank-Experten der Seite sofifa.com wollen jedoch wissen, also das ist die einzige wirkliche Quelle, will ich nur gesagt haben, wollen jedoch wissen, dass es die Spezialfunktion gibt. Arjen Robben, Timo Werner, Luis Suarez sollen bereits in FIFA 18 Schwalbenkönige sein. Jetzt ist ein weiterer Superstar zu den 100 Schwalbenspielern hinzugestoßen, und zwar eben Cristiano Ronaldo. Aber wir sehen hier, Jungs, die einzige Quelle, die hier wirklich genannt wird, ist sofifa, und das ist natürlich auch nur irgendeine weitere Website, die darüber wahrscheinlich einen Artikel gemacht hat. Also die Quelle ist sehr, sehr bedenklich, würde ich euch raten. Aber ich möchte am Ende noch sagen, wieso ich das Video gemacht habe, denn mir ist ein bisschen was aufgefallen im Spiel. Okay, gehen wir weiter. Das steckt hinter der Schwalbenfähigkeit. Doch was hat es dann mit der Fähigkeit Schwalben auf sich? Ganz einfach. Da es keinen Schwalbenknopf gibt, fallen die Spieler in Zweikämpfen einfach schneller. Probiert es am besten noch heute mit Ronaldo und Co. aus. Ihr werdet merken, dass solche Spieler nach einer Grätsche eher fallen als andere Spieler. Keine Sorge, die Gerüchte besagen, dass die Schwalbeneigenschaft bei offiziellen Wettkämpfen wie in Ultimate Team oder im Online-Modus keine Verwendung finden, wohl allerdings offline wie im Karrieremodus. So, das ist schon mal sehr interessant, das Ganze. Es ist aber, wie gesagt, keine richtig gute Quelle. Das möchte ich jetzt wirklich nochmal klar gesagt haben. Mir ist allerdings aber aufgefallen, dass Spieler wie Neymar zum Beispiel, also Neymar habe ich ja in meinem Hauptteam, mit dem habe ich für Champions und so gespielt, dass der wirklich seit dem Patch leichter fliegt. Es gibt aber eigentlich im Normalfall keinen Elfer oder keinen Freistoß dann. Aber er fliegt viel, viel leichter als vorher. Habe ich zumindest im Gefühl. Also ich habe wirklich diese Meinung, dass der Spieler schon leichter fliegt, also eben zum Beispiel Neymar. Ich habe es bei anderen Spielern nicht getestet, aber ich kann sagen, dass Spieler irgendwie ein bisschen leichter fliegen vielleicht. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass ich mir das jetzt einbilde, weil ich den Artikel hier gelesen habe. Okay, ich habe noch eine andere Seite, und zwar eben ran.de oder run, ich weiß nicht, ich glaube, man spricht so aus, ja. FIFA 18, Cristiano Ronaldo ist jetzt Schwalbenkönig. Cristiano Ronaldo ist in FIFA 18 einer der stärksten Spieler im Spiel. Nun haben ihm die Entwickler von EA Sports allerdings ein wenig schmeichelhafte neue Eigenschaften verpasst. Schwalben. München. Nach einem FIFA 18 Update hat Cristiano Ronaldo im Fußball-Videospiel eine neue, eher zweifelhafte Sonderfähigkeit, und zwar eben die Schwalben. Der Coverstar kann sich mit seiner neuen Eigenschaften bei gegnerischen Grätschen leichter fallen lassen und so Freistöße schinden. Mit dem Feature, das Cristiano Ronaldo bereits bei FIFA 13 innehatte, gesellt er sich zu den Leichtfüßen, wie Arjen Robben, Suarez und Timo Werner. Jungs, man merkt hier ganz eindeutig, dass entweder der Artikel von dem Artikel abgeschrieben ist oder dieser Artikel von diesem Artikel abgeschrieben. Ich glaube, dieser Artikel ist
davor da gewesen, also dass zuerst der von SoFIFA da war, dann der gekommen ist und dann hat Run das eben dann nochmal abgeschrieben, denn da ist so gut wie keine Quelle genannt. Ja, da steht eben genau dasselbe eigentlich im Endeffekt nochmal und ich weiß nicht, ich finde es sehr, sehr interessant, das Thema Schwalben in FIFA 18. Gibt es sie nicht? Ich bin der Meinung, dass es, wie es hier eben auch gut steht, leichtfüßige Spieler gibt, wie zum Beispiel eben Neymar, aber es gibt halt auch keine Schwalben. So, das ist meine Meinung. Also es gibt keine Schwalben in FIFA 18. Das denke ich, das ist meine Meinung zu diesem Thema. Schreibt mir auf jeden Fall unbedingt in die Kommentare, würdet ihr gerne Schwalben in FIFA 18 oder in FIFA 19 dann eben haben wollen oder eher nicht? Das ist natürlich unfair, wenn man eine Schwalbe macht, es ist dann nichts und dann bekommt der Gegner einen Freistoß oder man selber bekommt einen Freistoß. Also ich würde es eher nicht wollen, vor allem eben in so Turniermodi wie eben Foot Champions und so, und das würde EA glaube ich auch nie machen, denn FIFA steht ja für Fairness und so weiter und so fort, deswegen könnten sie das nie und nimmer machen, aber vielleicht im Offline-Modus, ich weiß es nicht. Jungs, schreibt mir in die Kommentare, würdet ihr das cool finden, würdet ihr das nicht cool finden, frischen Wind wird es reinbringen, aber es wird alle nur noch mehr abfucken, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und ja, Freunde, das war es jetzt auch schon mit dem heutigen kurzen Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare rein. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Schwalben gibt in FIFA 18. Ich bin eher der Meinung, dass es Spieler gibt, die leichter fallen. Die haben dann natürlich auch eher weniger Physis und so. Also das ist schon alles ziemlich logisch, wieso Spieler eher fallen als andere Spieler. Zum Beispiel jetzt ein Valencia oder ein Lukaku oder so. Die fallen natürlich nicht so schnell um wie eben ein Neymar. Das ist ja auch in Real Life so. Aber Schwalben sind das dennoch keine, finde ich. Okay, das war's, Jungs. Habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.